und Jonathan mit dem Peter. Hallo. Und wir schauen uns an, wie der Carbot Animations, so heißt das Video, ja. Wo wir uns die kleinen Animationsclips zu Elden Ring anschauen, die uns immer sehr zum Lachen gebracht haben. Freue ich mich jetzt auch wieder drauf. Die waren sehr geil. Ja, in der Tat. Ach, yo, der... Oh mein Gott. Ach, die, Alter. Yo. Die war super. Einfach ein Boss überhaupt. 10.000 Skelette, die da immer kamen. Ja. Und einfach auf die drauf. Oh, ist das ein Glitch? Ja, die gab's mehrfach, ne? Ja, die gab's sehr viel häufig. Ich fand die lustig. Ja, war doch immer, also konnte man sich immer gut wiederholen. Ja. War immer Freeze. Ja, stimmt, die sind ja alle kaputt gegangen. Ah, Deathroot, oh mein Gott. Oh mein Gott. Yes. Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, haben wir den am Ende dann platt gemacht? Ich glaube schon, ich weiß es aber auch nicht mehr hundertprozentig. Also der irgendwann hat er einen ja mal angegriffen, so just for the lols, und danach war der wieder cool. Ja, richtig. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob wir den am Ende gemacht haben. Ja? Ja, bestimmt. Okay. Also wir werden das ja nicht auf uns haben sitzen lassen, wenn er uns angreift. Ich weiß es nicht mehr. Nee, aber der sagt, stimmt, dann war der ja wieder cool. Danach war der wieder gut. Ah ja, stimmt. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also gut. Ja. Oh, Erdtree Avatar. Erdtree, oh. Den gab's doch in richtig kacke und in richtig stark. Die Fickviecher da, ey. Die hatten ja immer die gleichen Angriffe. Ja. Ich wollte gerade sagen. Die haben mich sehr stark an die Dark Souls Dämonen erinnert, die großen Fetten. Mhm. Ja. Ja, stimmt, der war auch übel, der. Ja, der war. Ja, aber der schwierigste Angriff war doch. War mit dem Blitz. Das war ja, genau. Das war heavy. Dieser Klatscher. Stimmt, das ist immer cool, ne? Mhm. Ja, die haben die immer bewacht. Oh Gott, die scheiß Bären. Die ja, die waren richtig übel. Ach ja! Die Bären waren krass. Bis ich mal gerallt hab, dass du mit dem Bären so einen blöden Stein kaputt machen kannst, ne? Ah! Alter, da hab ich ja, ein bisschen Risse, für gebraucht. Das hat echt lange gedauert, das stimmt. Ich habe diese Kugeln, die man da sammeln konnte, nie groß benutzt. Ich hatte am Anfang eine Kombi, die fand ich gut und die habe ich bis zum Ende benutzt. Das war doch für die Flasche da, die man zusätzlich hatte. Ja, das war der Schild und nochmal ein bisschen heilen oder so. Ja, ich glaube auch. Ja. Oh, ich weiß, welches Schwert kommt. Oh, welches Schwert kommt denn? Oh, ja, Peter, das Schwert, was bist du? Moonlight Sword, oder was? Nee, selbst nach dem Patchen ist das doch so krank gewesen. Das ist doch bestimmt das mit dem Pew-Pew-Laser, oder? Ach so. Ist das nicht Moonlight? You can do it. You can become Elden Lord. Best sword of the game.
Das habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich hab's doch auch nicht. Das hatte ich später als Zauber. Was ist denn für ein Schloss? Feuer? Du musst dann aufladen. Oh nein! Geil. Ist ja trotzdem Loser. Was ist das nochmal? Wo gab's denn das? In irgendeinem Schloss. Wahrscheinlich in dem Schloss da, direkt da, wo. Ja, ihr wisst welches. Ich meine, das erste Schloss da. Nee, da glaube ich dann nicht, dass es da drin gab. Nee. Sah aus wie ein anderes Schloss. Wir hatten dann auch ein Schwert. Das dann vielleicht die. Nee. Ist ja eigentlich, Christian googelt das gerade. Sah ein bisschen so aus wie das, nicht, wie wo das heißt. Dieser Wolfshund am Anfang, dieser Löwe am Tor ist. Der Löwe am Tor? Das ganz im Norden, glaube ich. Okay, ja, das kann natürlich sein. Aber bei den Händen? Ach nee, das ganz, ganz im Norden. Das war ziemlich im Norden. War das nicht da gab's Sword of Night and Flame? Ich habe keine Ahnung. Das Sword of Night and Flame, wo gab's denn das? Found by traversing the various rooftops Carrier Manor. Ja, ich weiß da, ich weiß noch genau, wie wir das geholt haben. Doch, bei den Händen. Ja, stimmt, bei den Händen, lol. Das hast du gesagt? Das ist halt doch bei den Händen. Ja. Bei den Händen, genau. Da konntest du über diese Rooftops rüberspringen und dann dieses Schwert holen. Und da hat uns der Chat auch gesagt, das ist mega gut, das ist mega gut. Aber hat uns irgendwie nicht so wirklich gepasst. Das ist, das sieht doch so aus. Wie heißt das? Damit haben wir gar nicht gespielt. Sword of Night and Flame. Ich hab's privat einmal kurz gespielt. Ja. Ja. Ja, Bosse sind halt. Crucible Knight. Ich würde immer mal ein Blutbild nochmal ausprobieren. Oh, Crucible Knight war. Die waren halt hart. Die waren alle. Also, wobei einer war nicht so krass. Einer war nicht so krass, aber der Rest von denen war richtig hart. Melztiegelritter. Weißt du, wie wir ganz am Anfang in den ersten reingegangen sind mit unserer Billo-Bild und richtig auf die Schnauze bekommen. Ja, so Bettler. Auf die Schnauze gekriegt. Genauso haben wir auch geguckt. Der Schmelztiegelritter ist mit Abstand der Schlimmste. Ja, für Zauberer war dann übrigens alles easy, oh mein Gott. Vor allem konnte er dann auch noch fliegen, ja. Alter. Ja. Den kenne ich gar nicht. Doch, den kennst du genau. Also von diesen Gegnern so gab es sogar recht viele in dem Spiel. Das waren die, ja, waren also von denen in dem Teleporter, aber da gab es ja unterschiedliche. Ja, ja. Also ich meine jetzt den Schmelztiegelritter. Ich meine aber von Schmelztiegelrittern gab es in dem Spiel ganz viele. Ja, es gab einmal den Schlimm, den du da siehst. Und dann gibt es auch noch diesen anderen mit Speer oder sowas. Davon? Der war nicht so schlimm. Ja. Der erste war sogar, war nicht der erste auch das, der dieses Blutschwert hatte, womit du dich so zurückteleportierst? Also womit du ja, damit habe ich das Ganze gespielt, das ganze Game dann nochmal private, wobei ja, habe ich noch nicht durchgespielt. Das war richtig nice. Das war der erste, ne? Den du kommt drauf an, wo du als erstes hingehst. Einer der früheren auf jeden Fall, meine ich. Ja. Aber die gab es ja überall, also diese Ritter gab es ja überall im Game nochmal einzeln und dann teilweise auch doppelt. Ich also muss das Spiel nochmal spielen mit so einem Blutbild oder so. Ja, das war nice. Blut war echt cool. Ja, und Magic ist easy. Ist aber auch ganz cool. Und dann die zwei als Bosse, Alter, das war der Horror. Das war die auch. Waren wirklich schlimm. Die habe ich links liegen lassen. Da habe ich so oft gegen probiert und Nina hat irgendwann gesagt, Alter.
Ja. Kannst du das mal bitte sein lassen, weil ich habe echt viel geflucht. Ich werde nie vergessen, ja, wie wir einmal in diesen, nee, nicht Kanalisation, also wo du ganz unten warst, in so einem Kanalisationsteil, wie einer da vorne gestanden hat und dann haben wir den mit dem Angriff, der völlig useless war, außer einmal. Damit bist du so nach vorne geschnellt und hast die weggeschubst und damit haben wir den besiegt. Indem wir den da runtergeschubst haben. Das war so geil. Das war richtig nice. Ah ja, das war kurz. Ja, ich so ja. Fotzen, ey. Muss mal wieder Elden Ring spielen. Ja, ich habe Aggression, wenn ich an die beiden wieder denke. Oh, Halo? Nee. Castle? Ja, das mit den, oh, das nein. Castle mit dem rothaarigen Typen. Scheiße, kann ich vergessen, wie der heißt. Der da dieses. Raman. Ja, genau. Ja. Den haben sie auch ein paar Mal gepatcht, glaube ich. Ja. Der war super schlecht am Anfang. War der nicht am Anfang super stark? Der war super stark. Der war super stark und wurde genervt. Ich fand den super schwach. Echt? Ja. Ich fand den das war worden. Der auf der Insel, oder? Ja. Das ist der, wo du dann so ewig weit in dieser Wüste gefightet hast. Ja, genau. Wo du die super anderen einfach. Dazunimmst. Also ich habe den auch irgendwie direkt beim First Try gemacht. Ja, what? Da dachte ich auch. Ja, aber du hattest so einen Hilfedude, hattest ja, du noch einen Leute dabei oder geholfen. So. Ja, genau. Ja, trotzdem. Das war echt irgendwie nicht so schwer. Das war das erste Meme, also das war eines der ersten Memes von Elden Ring, dass der so hart war, bis dann alle bei Malenia angekommen sind oder Melania oder wie Melania. Aber dass er dann durch dieses Castle geht, weil wir sind ja da einfach hinteleportiert. Der war ja durch. Ah ja. Die waren auch assi. Die waren mies. Hab ich nachher nur noch. Die waren immer. Da war immer Spaß in den Backen, aber so schlimm waren die nicht. Also, ja, aber die haben gut, die sind gut abgegangen. Ja, ja. Habt ihr auch so Gegner, die ihr quasi einmal macht und wenn ihr dann sterbt, dann sagt ihr so, ach komm, jetzt skippt mal jetzt mal. Ach, das Vieh. Ja, das meinte ich aber nicht. Das meinte ich auch nicht. Der war wirklich leicht. Ja. Ich glaube, wir meinten alle den gleichen. Ja, ja. Aber der war leicht. Oh, herrlich. Geil. Ja, wieder schön. Nice. Ja, da schlägt man doch in Gedanken, in Erinnerung. Das, ich muss es nochmal durchspielen. Also ich muss es überhaupt mal durchspielen noch. Dieses Spiel war so awesome. Ja. Ich weiß, nee, ich glaube, ich war gerade überlegen, ob die beiden Schmelztiegelritter als Bosse überhaupt optional sind, aber sind sie, glaube ich. Die waren optional, oder? Ja, kann sein. Okay, das war mal wieder Elden Ring in dieser geilen Animation. Vielen lieben Dank dafür. Der hat noch über ganz viele andere Spiele diese Animation gerne abchecken. Link in der Videobeschreibung. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.